nochmal kurz zusammenfassen, damit ihr mir auch ja folgen könnt. Naturwissenschaft pro Wolf. Jägerschaft pro Wolf. Rest Angst vorm Wolf, in Anführungszeichen. Also beim Rest ist halt jedenfalls die Fraktion, die tatsächlich ein bisschen Angst vorm Wolf hat, ist es nachvollziehbar, weil es einfach biologisch uns eingeimpft ist, dass wir dieses Tier aus Grund der neuerdings eben immer mehr aufkommenden nationalen Liebe zur Natur zwar faszinierend finden, aber wir haben eben wirklich genetisch eingeimpft, dass wir da einen großen Respekt vor so einem Wildtier, das uns potenziell futtern will, haben. Gut. Kommen wir zu den eher Kontra-Wolf-Gruppen. Es sind zwei. Es sind einmal die Hundebesitzer und es sind einmal die Viehhalter im weitesten Sinne. Fangen wir mit den Viehhaltern an. Logischerweise finden die diese Idee mit dem Wolf jetzt erstmal nicht so toll, weil sie einen Haufen Elektrozäune, und zwar richtig teure Elektrozäune mit so richtig viel Schmackes drauf, hinstellen müssen, die dann auch noch gegen Untergraben sichern müssen, weil der Wolf gerne mal unter sowas durchbuddelt. Das kann er nämlich gut, der gräbt ja auch Höhlen, um entsprechend seine Jungen drin aufzuziehen. Und wenn er dann in der Weide ist und die Tiere nicht ihren natürlichen Fluchtreflex in der Art ausleben, wie es der Wolf gewöhnt ist, dann kann es dazu kommen, dass er so in einen Tötungsrausch kommt, der Wolf. Das gilt auch für den Fuchs im Hühnerstall oder beliebiges anderes Raubtier. Weil da sind 20 Schafe und die rennen einfach nicht weg, nachdem er eins gerissen hat. Dann sind alle anderen mehr oder weniger noch da und stehen drumherum und blöken blöd. Dann reicht er halt noch eins. Dann sind die immer noch da und blöken blöd oder rennen noch dumm im Kreis. Dann reißt er halt noch eins. Der kann da nichts gegen seinen Jagdinstinkt. Das ist eben deshalb eben ein Instinkt. Da kann der nicht viel gegen tun. Den braucht er, um zu überleben normalerweise. Und in der Natur ist es nicht vorgesehen, dass eine Schafherde irgendwo eingepfercht rumsteht und nicht wegrennen kann. Davon abgesehen, das Schaf, also das normale Hausschaf, ist in der Natur überhaupt sowieso nicht vorgesehen, weil das Viech ist evolutionär das absolute Auslaufmodell, hat keinerlei Möglichkeit, sich zu verteidigen, und schnell wegrennen kann es auch nicht. Also eigentlich ist das quasi, ich habe es ja schon mal erwähnt, ein Happy Meal irgendwo für den Wolf. Von daher, ja, ich will mich jetzt über die Situation gar nicht lustig machen. Es ist aktuell so, dass alle Länder mit nennenswerter Wolfspopulation, also Bundesländer, gute Entschädigungen für so ein Schaf zahlen. Was aber noch von den Tierhaltern bemängelt wird, ist, dass die Kosten für neue Zäune und ähnliches oder Herdenschutzhunde oder Herdenschutzesel, dazu komme ich gleich, nur bedingt getragen werden. Also da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Dazu werden wir ganz am Ende des Videos aber noch kommen, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll mit der Wolf-Geschichte, also meiner Meinung nach. Kurz zur Erwähnung, was eben tun gegen Wolf, wenn du Viehhalter bist, die Sache mit dem Zaun habe ich gerade gesagt, dann ist er der Herdenschutzhund. Der Herdenschutzhund ist überhaupt kein Hütehund, das ist wichtig, das muss man gleich mal voneinander abwiegen. Blöd an den Herdenschutzhunden ist, die sind teuer, die kosten 1000 Euro das der Welpe. Und müssen dann noch vernünftig ausgebildet werden, und diejenigen, die dann die Herdenschutzhunde quasi halten, müssen zusätzlich auch noch mal eine Ausbildung machen und einfach wirklich wissen, wie gehe ich mit einem Herdenschutzhund um, dass der auf meine Herde aufpasst, sie vor unter anderem dem Wolf beschützt und nicht jeden Mensch, der im Wald spazieren geht und denkt, oh guck mal, das sind Schafe, da gehe ich mal hin und gucke mir die Schafe an, gleich denen dann auch anfallen. Das ist so ein bisschen schwierig. Also Herdenschutzhund erfordert extrem viel Aufwand und enorm viel Geld im Unterhalt. Also so auch so 700 bis 800 Euro im Jahr, sagt man, pro Hund an Unterhaltskosten. Von den Anschaffungskosten war gar nicht angefangen. Und davon braucht man so 2 bis 3 mindestens. Es wird also schon, es ist schon ein Faktor. Zumal so ein Schäfer, so die Riesenkohle verdient der auch nicht mit seinem Schäfereibetrieb. Und wenn er dann jedes Mal noch einen Elektrozaun aufspannen muss, gerade wenn es Wanderschäferei ist, das ist schon Geld, was man da braucht. Und da müsste man jetzt, um die Lösung kurz mal ein ganz kleines bisschen vorwegzunehmen, da musste die Politik jetzt wirklich sagen, okay, du kriegst Subventionen ohne Ende dafür, dass wir jetzt den Wolf hier haben. Bisher ist das noch nicht so der Fall. Daher ist die Position der Viehhalter echt verständlich, dass die sagen, ja, mag ja ein tolles Tier sein und so weiter und so fort, aber A, kostet er mich viel Geld, indem er mein Zeug frisst, der wirtschaftliche Schaden, und B, ich mag meine Tiere auch irgendwo, wenn die da alle tot rumliegen und noch nicht mal gefressen werden, weil er halt eben im Tötungsrausch alle abgemurkst hat, der Wolf, also 10 Schafe oder sonst was hat es auch schon gegeben.
dann ist das schon eine emotionale Belastung für so einen Tierhalter, die ich wirklich gut nachvollziehen kann, weil die mögen ihre Tiere logischerweise halt auch ganz gerne. Das kann man ja alles verstehen. Ja, daher so im Großen und Ganzen die Tierhalterfraktion contra Wolf. Wobei die jetzt nicht sagen, der Wolf muss sofort wieder ausgerottet werden. So radikal hat das, glaube ich, na, vielleicht der ein oder andere mag das mal gesagt haben, aber so öffentlich wird das auf jeden Fall nicht propagiert. Sie sind halt eben der Meinung, man müsste die Ausbreitung des Wolfes in irgendeiner Form ein wenig eindämmen oder gebt uns ganz, ganz, ganz viel Geld, sagen auch viele, dass das okay wäre. So, dann die zweite Fraktion contra Wolf. Ich habe es ja schon erwähnt, die Hundebesitzer. Die Hundebesitzer an sich sind zwar auch Leute, die meistens wirklich sehr naturverbunden sind und ja auch gerne in die Natur und in den Wald gehen. Und ich weiß, dass es unter meinen Abonnenten auch ganz viele Hundebesitzer gibt. Aber für euch ist es wirklich tatsächlich ein erhöhtes Risiko, in Wolfsgebieten mit dem Hund unterwegs zu sein, weil der Hund wird quasi als so eine Art Wolf von den Wölfen angesehen, und zwar einer, der in ihr Revier eingedrungen ist. Und üblicherweise verfahren sie mit so einem dann relativ rabiat, vorsichtig ausgedrückt. Und wenn das dann so ein vergleichsweise kleiner Hund, der einem Wolf einfach mal überhaupt nichts entgegenzusetzen hat, rein körperlich, ist, dann wird er halt einfach totgebissen und fertig. Zumal der Hund nicht so ganz weiß, dass er schleunigst das Weite suchen müsste, wenn der Wolf kommt. Oder er kann es gar nicht, weil Herrchen ihn noch an der Leine hat oder sonst was. Und das führt dann auch zur ersten Ecke, wo tatsächlich der Mensch wirklich gefährdet ist. Und die allermeisten Leute, die von Wölfen angefallen werden, die nicht Tollwut haben, sind tatsächlich Hundebesitzer, die dann versuchen, wenn ihr Hund angefallen wird, dem Hund irgendwie zu helfen und dann halt entsprechend auf den Wolf losgehen. Wichtig, auf den Wolf losgehen kann sehr wohl funktionieren. Und es gibt viele, viele, viele Fälle, wo das tatsächlich dazu führt, dass der Wolf abhaut, weil das ist ein natürliches Verhalten. Zeigt ein Beutetier erhöhten Widerstand, riskiert es der Wolf nicht verletzt zu werden, weil verletzt zu werden heißt, er verhungert gleich, weil er kann nicht mehr mit voller Kraft jagen gehen und das war's, dann ist aus. Wenn der verletzt wird, ist es quasi gleichbedeutend mit verhungern. Ein Pflanzenfresser hat da nicht so sehr die Probleme, der kann dann auch möglicherweise mit einer kleinen Schürfwunde oder was oder auch einer schwereren Wunde, dann kann der weiter sein Grünzeug futtern und da besteht durchaus die Möglichkeit, dass das wieder heilt. Aber der Wolf fängt halt nichts mehr, sobald er auch nur ansatzweise in seiner Jagdfähigkeit eingeschränkt ist, deshalb geht er da kein Risiko ein. Bei Gegenwehr haut der Wolf ab, solange es sich um einen normalen Wolf handelt. Aber nicht jeder Mensch und auch nicht jeder Hundehalter ist da gleichermaßen so drauf, dass er da sieht, oh Gott, der Wolf kommt, er schnappt sich den nächsten Knüppel und prügelt auf den Wolf ein und haut den Stock auf die Nase und der Wolf haut halt entsprechend ab. Das gibt es, da gibt es wirklich Fälle. Da hat man das auch einigermaßen dokumentieren können. Ich meine, es gibt auch sogar ein oder zwei Videos dazu, wo das zu sehen ist, wie diese Technik funktioniert. Was man natürlich auch machen kann als Hundebesitzer, der dann tatsächlich auf den Wolf trifft und der Wolf will Hund was tun, ist, man hat halt eben Pfefferspray dabei. Pfefferspray hilft bei Wölfen ganz hervorragend. Je empfindlicher die Nase, desto effektiver ist das Pfefferspray. Deshalb bei Bären und Wölfen ist das Zeug absolut super. Haken, wenn es ein ganzes Rudel ist, was da ankommt, um den besagten Hund zu vertreiben, das ist nicht so unrealistisch. Braucht man eine sehr große Dose Pfefferspray und es sollte aber im Regelfall, und das ist immer dieser große Knackpunkt, ne? Der Wolf ist im Regelfall nicht gefährlich und verhält sich im Regelfall so und so. Das kann man aber einfach nicht anders sagen. Es ist ein Wildtier, es ist bis auf einen gewissen Grad unberechenbar. Und im Regelfall reicht es, einen Wolf mit Pfefferspray anzugreifen und die anderen begreifen, okay, irgendwas ist hier wehrhaft, wir hauen ab und wir nehmen den mit, sozusagen. Aber ich kann jetzt verstehen, dass Hundebesitzer einfach Angst um ihren Hund haben und dann deswegen sagen, Wolf ist so ein bisschen fragwürdig. Mich würde an dieser Stelle enorm interessieren, was die Hundebesitzer unter meinen fleißigen Kommentatoren und Abonnenten denn von der Wolf-Thematik eigentlich halten. Wie seht ihr das, wenn ihr dann mit eurem Hund da unterwegs seid, was halt schon ein gewisses Risiko darstellt? Aber das ist euch sicherlich schon bewusst, weil ihr kennt euch ja auch aus mit dem Wald und wisst, wie das so ist, wenn man mit Hund dem Wolf zu nahe kommt. Was würdet ihr da tun? Habt ihr da irgendwelche Theorien, was ihr dann macht in so einem Fall? Das würde mich extrem interessieren. Beziehungsweise seid ihr überhaupt gegen den Wolf? Also ich könnte es echt nachvollziehen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo da dazwischen. Ich meine, So.
Also das waren so die beiden Gruppierungen, die in ihrem Gros den Wolf eher mal so ein bisschen bedenklich finden. Aber wie gesagt, keine von den beiden sagt jetzt offiziell, dass man den Wolf sofort wieder ausrotten müsste, nachdem er jetzt gerade mal 15 Jahre wieder hier ist. Dann gibt es jetzt noch die große, große, große Gruppe der Zwiegespaltenen, in der man jetzt keine Position so in dem Sinne eine Primärposition andrehen kann, nämlich der Rest. Der Rest lässt sich dann nochmal unterteilen in Landbevölkerung, Stadtbevölkerung. Stadtbevölkerung ist in den allermeisten Fällen, entweder ist es ihnen scheißegal, weil sie keinen Bezug zur Natur haben, oder sie sagen, ja, Wolf, wir mögen die Natur, der Wolf gehört zur Natur, gebt uns Wolf, finden wir super. Ganz viele sind auch vom Wolf fasziniert, weil der einfach ein faszinierendes Tier ist. Guckt euch den mal an, der sieht toll aus, der rennt wunderbar durch die Gegend und hat eine unglaublich tolle soziale Struktur und ist einfach ein faszinierendes Tier. Das kann man nicht anders sagen. Ich kann das gar nicht so ganz begründen. Der Wolf war schon immer faszinierend und bei den Naturvölkern, also bevor die ganzen Märchen mit dem bösen Wolf und Ähnliches angefangen haben, war der Wolf ja auch verschiedenen Stämmen, verschiedenen Indianern und auch allen anderen Naturvölkern war der immer in irgendeiner Form heilig und hatte immer eine rituelle Bedeutung auch. Also das war ein ebenbürtiger Jäger, zum Beispiel bei den Indianern, die haben den quasi als Verwandten und Bruder in dem Sinne angesehen, weil er war auch keine Konkurrenz für sie, weil sie waren ja nicht sesshaft. Sie hatten kein Vieh, was der Wolf geraubt hat. Demzufolge war da auch keine Konkurrenzsituation da. Der Wolf hat den Indianern in der Regel nichts getan. Warum auch? Der hat ja genug anderes gefunden und die Indianer wären auch entsprechend krass drauf gewesen, wahrscheinlich, um sich gegen den Wolf zu wehren. Aber naja, das war jetzt wieder mal so am Rande. Jetzt haben wir eben also unsere Bevölkerung, die in der Stadt, denen die Natur fehlt, die eine Sehnsucht zur Natur haben, die sagen natürlich, der Wolf ist gut und der Wolf ist eh so weit weg von uns und bei den paar Waldspaziergängen, die wir da machen, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da mal so einen Wolf sehe, wenn ich dann mal im Wald bin. Bei der Landbevölkerung, die quasi auch ihre Kinder auf dem Schulweg durch ein Stück Wald gehen hat, und diese etwas überkandidelten Mütter, ich habe sie schon erwähnt, oder auch Väter, die sagen dann natürlich, oh nein, da wird mein Kind vom Wolf gefressen und mein Kind kann sich ja nicht wehren und so weiter und so fort. Tatsache ist, dass die Möglichkeit dazu hat der Wolf. Und der Wolf wird auch garantiert mitbekommen des Häufigeren, wenn irgendwelche kleineren und größeren Spaziergänger, die mehr oder weniger wehrhaft sind, im Wald, im Revier des Wolfes unterwegs sind. Das bekommt er garantiert mit. Und jetzt sind wir bei dem Punkt angekommen, wo wir jetzt wirklich sagen müssen, ist der Wolf denn jetzt nun für den Menschen gefährlich oder ist das nicht? Ja. Schwierig. Fakt ist, dass der Wolf potenziell, ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt, hat er überhaupt kein Problem damit, uns obzumurksen. Ne? Da kommt so ein 40-Kilo-Wolf von vorne, springt dich an, es kommt gleichzeitig ein 40-Kilo-Wolf von hinten, beißt dir ins Bein, du fällst um, als Zweibeiner bist du ohnehin wackelig auf den Füßen. Dann haben wir hier so einen wunderbaren Hals, der ganz toll zu erreichen ist und Wölfe sind in der Lage, bei jedem Tier herauszufinden, welches Körperteil der Hals ist. Und da beißt er rein und dann bist du tot. Und das geht ruckizucki, zumal so ein Wolf eine enorme Beißkraft hat. Also da ist einmal Haps und die Kehle ist weg. Also nicht vielleicht unbedingt weg, aber definitiv so kaputt, dass das Ganze sehr schnell geht. Also es ist ein recht humaner Tod. Um jetzt die Angst vorm Wolf noch voranzutreiben. So, und jetzt geht die große Kritik an allen allen Pro-Wolf-Leuten, die ja dann mit dieser Einstellung durch die Welt rennen, dass sie behaupten, ja, aber in der Regel ist der Wolf völlig harmlos und meidet den Menschen und meidet Siedlungen und meidet alles, was irgendwie mit dem Menschen zu tun hat. Knackpunkt bei dieser Aussage ist in der Regel, weil es ist tatsächlich so, dass man bei einem Wildtier nicht behaupten kann, es verhält sich in 100% der Fälle nach Lehrbuch. Das wäre auch irgendwo langweilig und das ist es in diesem Fall definitiv dann auch. Das heißt aber, dass man, wenn man jetzt sagt, man will den Wolf haben, dann akzeptiert man das Risiko, das dadurch gegeben ist, dass wir hier große Raubtiere, die in der Lage sind, uns was zu tun, tatsächlich mehr oder weniger vor der Haustür haben. Und wir werden sie mehr oder weniger vor der Haustür haben, wenn wir nämlich mehr oder weniger eine flächendeckende Wolfsbesiedlung erreichen in Deutschland, dann hat jeder von uns, der jetzt nicht gerade mitten in Berlin lebt, in seinem nächsten Wald eine minimale Chance, tatsächlich einem Wolf zu begegnen. Jetzt muss man sagen, seit es diese 15 Jahre, die wir Wolf in Deutschland haben, hatten wir keine einzige Begegnung von Wolf und Mensch. Wir hatten ohnehin wenig genug Begegnungen von Wolf und Mensch, wo der Wolf sich irgendwie aggressiv verhalten hat.
das muss jetzt nicht so bleiben, sagen die einen. Das wird so bleiben, sagen die anderen. Die Wahrheit liegt mit Sicherheit irgendwo dazwischen. Es gibt Überfälle von Wölfen auf Menschen. Es gibt da dieses schöne, prominente Beispiel der Joggerin in Alaska 2010, die mit Stöpseln in den Ohren einfach mal losgerannt ist durch die Pampa, hat nichts mitbekommen, dass sich da irgendwie Wölfe genähert haben. Wir wissen nichts Genaueres. Wir haben nur die Leiche, das, was davon übrig war, hat man danach gefunden. Und man vermutet, dass die wohl dadurch, dass sie Stöpsel in den Ohren hatte und einfach weggerannt ist und wie sich Beutetier verhalten hat, in Anführungszeichen, bei den Wölfen, gesunde Wölfe, nix Tollwut, eben den Jagdinstinkt dadurch ausgelöst hat, dass sie sich wie ein Beutetier verhalten hat und in keinster Weise irgendwie menschspezifisch auf den Wolf reagiert hat. Menschspezifisches Verhalten wirkt auf den Wolf okay. Das ist irgendwie anders als das, was ich gewohnt bin von dem, was ich sonst so fresse. Da lasse ich mal lieber die Finger davon. Was bei jungen Wölfen auch passieren kann, ist, dass die dann das Ganze beobachten. Da gibt es den anderen prominenten Fall, den hat der Saki auch erwähnt. Bezug mal auf Sakis Wolf-Video. Ich bin ja in vielen Bereichen auch Sakis Meinung. Das ist dieser Wolf, der Soldat, der auf dem Truppenübungsplatz unterwegs war und vor 3 jungen Wölfen verfolgt wurde, die sich nicht vertreiben ließen, die aber auch nicht aggressiv ihm gegenüber waren. Also, wie gesagt, die Wahrheit liegt so irgendwo dazwischen. Der Wolf meidet den Menschen normalerweise schon, ist aber auch allein aufgrund seiner großen Intelligenz sehr neugierig und will auch wissen, gerade ein junger Wolf, was ist das da für ein Lebewesen, was da rumläuft? Kann man damit spielen? Was ist das? Was tut das? Kann ich das möglicherweise vielleicht doch essen? Bisher hat er in Deutschland und in allermeisten Fällen international immer diese Frage mit Nein beantwortet. Aber zum Beispiel diese Fälle in Indien, wo in Indien wirklich eine relativ hohe Statistik von Kindern, die vom Wolf gefuttert wurden, vorherrscht. Ist das pietätslos, wenn ich sage Kinder, die vom Wolf gefuttert wurden? Wahrscheinlich schon. In diesem Fall entschuldige ich mich, also das will ich wirklich nicht, dass ich da jetzt irgendwie bösartig klinge, aber das ist so meine übliche Ironie, die dann halt bei sowas leider dann auch irgendwo durchkommt. Worauf will ich hinaus? Das ist so, dass da die Wilddichte, also die natürliche Beute des Wolfes, in dem Indien, wo die vielen Kinder vom Wolf angefallen wurden, ist die natürliche Wilddichte sehr gering und die Wölfe haben wirklich großen Hunger. Dazu kommt, dass es sich bei diesen Kindern mehr oder weniger um Straßenkinder, sehr arme Kinder handelt, die sich auch nicht durch irgendwelche halbwegs effektiven Maßnahmen vor dem Wolf schützen könnten. Die sind also einfach da. Und es gibt dazu noch außerdem sehr, sehr, sehr viele Kinder, dass die wirklich in einer Population auftreten, die für den Wolf wie eine Herde Beutetiere wahrgenommen werden könnte. Also das sind so ein paar Erklärungsansätze, die ich dazu gelesen habe. Klar ist das tragisch, aber das sind halt eben auch Situationen, die mit Deutschland hinten und vorne nicht zu vergleichen sind. Muss man nochmal dazu sagen. Ja, die Sache in Alaska, das ist ein großes Rätsel, aber das ist tatsächlich ein Einzelfall. Bei den allermeisten anderen Fällen, wo wirklich dokumentiert der Wolf Menschen angefallen und auch getötet hat, waren es dann wiederum tollwütige Tiere. Also ich nerv euch jetzt nicht mit den genauen Zahlen. Die könnt ihr auf Wikipedia nachlesen. Die Zahlen, die da stehen, habe ich mal ein bisschen überprüft. Die scheinen alle zu stimmen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die richtig sind. Viele Fälle waren eben tollwütig. Bei den ganz vielen anderen Fällen war die Sache mit dem Hund. Und dann gibt es halt noch wirklich so ein ganz paar wenige Fälle, wo tatsächlich was passiert ist, wo weder Hund noch Tollwut im Spiel war. Darunter sind dann aber auch wieder so kuriose Fälle. Es gibt 2 Fälle, die mir mein Wildkundedozent berichtet hat in der entsprechenden Vorlesung, die ich recht kurios fand. In den allermeisten Fällen gibt es nämlich einen guten Grund, weshalb der Wolf den Mensch fällt. Das eine war ein Forscher, der einen unbetäubten Wolf aus der Falle genommen hat, weil er so im Wolf-Hype war. Oh, Wolfe sind so toll, ich habe hier einen in meinem Käfig gefangen, ich nehme den jetzt einfach mal so raus, und wurde natürlich gebissen. Selbstverständlich, also das sollte niemanden überraschen. Und der andere Fall, der auch relativ ulkig ist, also
es gibt schon Sachen da, kann ich kein Mitleid empfinden. Das war ein Jäger, der sich im Wolfsgebiet mit Hirschpheromonen getarnt hat, um sich für die Hirsche unsichtbar zu machen. Und zwar noch und nöcher Hirschpheromone und dann vom Wolf als Hirsch quasi wahrgenommen wurde und gebissen wurde. Der Wolf hat dann aber beim Biss tatsächlich festgestellt, schmeckt nicht nach Hirsch, ich hau mal lieber ab. Und dann ist es geblieben. Der ist wirklich bloß gebissen worden und nicht getötet, obwohl der Wolf wie immer die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Ja, das ist also so der andere Fall. Wenn der Wolf mal jemanden anfällt, dann handelt es sich von Wolfsseite aus ganz oft, da sind wir uns relativ sicher, wir Forschenden, um ein Missverständnis aus Sicht des Wolfs quasi. Oder eine Verteidigungsreaktion, weil man dem Wolf zu nahe gekommen ist. Also bei den allermeisten Fällen, an denen der Wolf irgendwie mit dem Menschen in Kontakt tritt und es tatsächlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, hat der Mensch sich entweder sehr seltsam und untypisch für den Mensch verhalten oder der Wolf hat sich sehr untypisch für den Wolf verhalten. Und Wölfe sind auch nur Menschen, dann ist nicht jeder Wolf gleich.